Da sind wir also in Mönchengladbach mit Mike Franz, Pirmin Schwegler, Christian Panda haben die 4 Neuzugänge in ihrem Team. Wir gucken, dass wir mit unserer eingespielten Elf was reißen können. Wir haben eine gute Mannschaft, das wissen wir. Kukurin heute im Sturm statt Lasogga. Und es ist schon wieder schnell. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Ich habe gesagt, wir werden nicht verlieren. Müssen wir gucken, ob das geht. Hinspiel 1:1. Gladbach 9. Wir sind 7. Da muss man schauen, was bei rauskommt. Sieg wäre auf jeden Fall gut, damit wir am europäischen Geschäft dranbleiben. Sehr schön gemacht von Kukurin. Aber der Pass. Der Pass war echt schlecht. Links war vor allem alles frei. Ja. De Senna. Schön für Draxler. Aber der verliert den Ball wieder. Jetzt Foul von De Senna an De Camargo. Da kann man auch mal gelb für geben. Eigentlich. Aber gut. Bei Gladbach haben wir gesehen, Reus ist gelb gesperrt. Schade eigentlich. Denn eigentlich habe ich wegen ihm dieses 3D-Spiel gemacht. Oder gesagt, dass wir hier in den 3D-Modus gehen. Aber gut, wir machen es trotzdem und gucken, dass wir gewinnen können. Jetzt aber erstmal Freistoß für Gladbach und die haben ein paar kopfballstarke Spieler, das wissen wir. Wir haben aber auch gute kopfballstarke Spieler. Mike Hanke, 1:0 Borussia Mönchengladbach. Ach man. Da sah Kraft aber nicht gut aus. Aber die Pässe kommen auch überhaupt nicht an. Die Pässe kommen überhaupt nicht an. De Camargo. Schön gemacht. Also bei den Pässen geht echt gar nichts. Bisher. Draxler, Kukurin. Schön gemacht, aber bleibt nicht am Ball. Das ist unser Problem. Heute hier in dem Spiel. Wir können keine Kombinationen aufziehen. Haben bisher noch keine Torschuss gespielt. Der letzte Pass kommt nicht an, der vorletzte auch nicht. Ah, jetzt die Camargo. Was war da dran faul? Was war da dran bitte ein Foul? Ich weiß es nicht. Freistoß Panda, der kann das. Knapp vorbei. Glück gehabt. Okay, wir haben nur 67%. Wir haben nur 67% Ballbesitz, wollte ich gerade sagen. Gladbach hat ganze 67% Ballbesitz. Hamburg führt jetzt schon 2:0. Prost Mahlzeit. Ramos, jetzt ist er durch. Sehr schön. Adrian Ramos, 20. Minute, erster Schuss, 1:1. Sehr schön. Adrian Ramos, 18 Meter, genau im Winkel, der Stegen hat keine Chance. Sehr schön, und jetzt geht hier auch was. Wir können hier gewinnen. Ich habe zumindest gesagt, wir werden nicht verlieren, bisher sieht das Spiel zwar nicht gut aus, vom Ergebnis her ist es aber okay. Das 1:1. Das ist nicht unbedingt verdient, Gladbach ist bisher besser. Aber man kann sagen, wir haben unsere Chancen besser genutzt, beziehungsweise wir haben unsere einzige Chance genutzt. Und Gladbach hat auch nur ein Tor gemacht. Deswegen steht es hier 1:1, aber Draxler ist am Ball, Kukurin. Alexander Kukurin, da muss er mehr draus machen. Da muss er mehr draus machen. War bisher unser Top-Joker, habe ich gedacht. Tun wir ihn heute in Gladbach mal in die Startelf. Aber bisher ist das noch nichts. Vielleicht bringen wir doch wieder Lasogga zur Halbzeit. Jetzt erstmal Ramos. Ja. Versucht ein kleines Tänzchen, aber kommt nicht vorbei. Schade. Ja, Reitmeier. Langer Ball. Schön. Sven Hatira, aber der wird geblockt. Hermann vertritt Reus, so wie es aussieht. Auf der rechten Mittelfeldseite jetzt De Camargo. Vorsicht. Vorsicht. Vorbei. Glück gehabt. Erfolgreiche Pässe bei uns nur 75%. Bei Gladbach aber auch nicht viel mehr. Hm.
Ein Hatira, jetzt Kokorin. Schön gemacht mit der Hacke, aber erstens wäre Ramos im Abseits gewesen. Und zweitens kam der Pass gar nicht an. Dekamago, Hanke. Hanke. Hermann. Kraft. Sehr schön. Wolfsburg führt gegen Dortmund. Okay. Wir haben ja gegen Dortmund auch gewonnen. 1:0, ebenfalls im 3D-Spiel. Jetzt ist Draxler doch frei. Sehr schön. Kokorin ist auch frei. Aber Draxler will es selber machen und bleibt dann hängen. Ah, das ist ärgerlich. Barlitsch, der wechselt ja zu Nürnberg. Eben gerade bekannt gegeben. Soll er das tun? Warum Hermann hier nicht an den Ball ranging, weiß ich nicht. Hä, wieso haben die denn jetzt Einwurf? Komisch. Contento macht das aber gut. Nordweit. Schwegler und sehr schön geklärt von Fredrik Sørensen. Hamburg 3:0 gegen Leverkusen. Goiko Katja. Und Contento klärt wieder gut. Okay, gleiches Halbzeit. Kein so spektakuläres Spiel. Schade eigentlich. Hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Danke. Camargo. Okay. Das ist unser Ball. Jetzt schnell nach vorne über Ramos. Der hat doch Platz. Schön auf Kokorin. Kokorin kommt nicht ran. Einwurf für uns. Ja, wirklich was passiert ist hier noch nicht. Naja, müssen wir gucken, dass die zweite Halbzeit besser wird, dass wir dann noch den Siegtreffer schießen können. 47% Ballbesitz ist okay. Gegen Gladbach. Na, ist doch schon Halbzeit. 1:1. Hamburg 3:0 gegen Leverkusen. Was machen wir? Kokorin hat eine 5. Ja, das habe ich genauso gesehen. Kommt Lasogga für ihn rein. Kritisieren wir auch gleich. Ja, Draxler motivieren. Auch nicht ganz so gut. Sørensen hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Höger. Unauffällig. Und wie können wir noch motivieren? Ben Hatira zuletzt nicht so gut gespielt. Nimmt auch nicht so doll an. Müssen wir gucken, ob wir da noch wen einwechseln im Laufe der zweiten Halbzeit. Jetzt erstmal Lasogga für Kokorin. Vielleicht kann er ein bisschen mehr bewirken. Taktisch bleibt alles so, wie es jetzt ist. Aber Platz 6 wäre jetzt eigentlich doch mein Ziel gewesen. Ben Hatira wird da ganz klar gefoult von Hermann. Naja, Contento. Da ist gleich mal Lasogga und verliert gleich mal einen Ball. Macht da weiter, wo Kokorin aufgehört hat. Jetzt Lasogga. Draxler ist frei, Draxler ist frei, Draxler ist frei. Testing. Aber das war schön gespielt. Das war sehr schön gespielt. Das war sehr schön. Jetzt wieder Lasogga, da muss er doch hingehen, ganz klar. Ist auch Desena. Und Sørensen ist wieder da. Adrian Ramos. Draxler. Lasogga. Lasogga, Draxler ist frei. Sehr schön gesehen. Draxler, Draxler. Da, schade, bleibt da ein Stranzel hin. An dem Routinier in der Gladbacher Verteidigung. Ist wieder Lasogga. Ramos. Nein. Nein. Den habe ich schon drin gesehen. Aber Ter Stegen ist wieder da mit einer Glanzparade. Bayern 1:0 gegen Augsburg. Erst in der 54. Minute. Lasogga. Ramos. Gegen Mike Franz, unseren Ex-Spieler. Wurde ja vor der Saison noch verkauft. Nee, in der Winterpause, glaube ich. Hatira, Ramos. Da ist es. 2:1 für uns. Adrian Ramos, 56. Minute. Spiel gedreht. Sehr schön. Ben Hatira mit der Vorlage. Auch schön. Ramos gut. Erstes Tor mit rechts, jetzt mit links. Können wir vielleicht gleich mal wechseln. Gucken, Torun heute nicht gut. Höger auch nicht. Torun können wir den Ebert bringen. Vielleicht kann er noch ein bisschen was bringen. Wir können... Kommt gleich... Bei der nächsten Spielunterbrechung. Torun kommt wieder nicht an Ball. Desena, sehr schön. Draxler. Aber der Pass kommt nicht... Kommt auch an. Ramos, aber der Ball zu Torun. Kommt nicht durch. Barlic jetzt. Auch Kapitän bei Gladbach.
Okay, Hanke, Vorsicht, Kraft. Sehr schön. Wieso haben sich denn hier so viele gelb gekleidet? Weder unsere Farbe noch die Farbe von Gladbach, von Gladbach ist gelb. Komisch, Draxler jetzt, Lasogga. Und wieder Ramos. Ramos, von ihm geht Gefahr aus. Ramos. Ah, kann er mehr draus machen? Muss er mehr draus machen? Macht aber nicht mehr draus. Schade. Schade. Wir wechseln gleich nochmal. Contento. Raus, Nico Schulz rein, damit der sich weiter aufbauen kann. Hat eine Form von 12. Und wirklich gefordert war Contento nicht. Kommt Schulz rein. Paar Impulse setzen. Jetzt erstmal Balic. Hanke gegen De Senna. De Camargo. Kraft. Sehr schön. Sehr gut aufgepasst. Von Thomas Kraft. Jetzt der Ball zu Lasogga. Draxler, vorne steht wieder Ramos. Ja. Gegen Franz. Sehr schön gemacht. Ramos. Der Stegen. Ramos. Oh, was? Warum grätscht er da rein? Warum schießt er da nicht? Dachte, vielleicht hat er noch einen Gegenspieler mehr. Hat er aber nicht. Kann eigentlich ganz locker reinschieben, den Ball. Schade, Vorentscheidung verpasst. Zanke links ist alles frei, weil Höger in die Mitte geht. De Camargo und De Senna. Fällt mir heute sehr gut, Daniele De Senna. Auch wenn er hier erstmal klärt. Auch Gladbach wechselt. Einmal. Das ist Ebert. Und Nico Schulz. Der die gesamte Hinrunde ausfiel. Wegen einer Mittelohrentzündung, glaube ich. War das? Noch ein Wechsel bei Gladbach. Gucken, wenn es jetzt Daily Blind kommt für Arango. Kenne ich persönlich nicht. Also, natürlich kenne ich den persönlich nicht. Aber ich kenne den auch nicht. Ist Ebert sehr schön. Ramos. Ah, verliert das Duell gegen Franz. Ottl. Ach, Ottl wurde eingewechselt. Kam ja auch von uns. De Camargo, Hank. Puh, ich dachte schon. Hui. Aber dürfen wir uns jetzt nicht hinten reinstellen, wir müssen weiter mitspielen. Ganz klar. Nicht so. De Camargo. Sehr schön von De Senna. Draxler. Ebert. Ich würde vielleicht für die letzten Minuten sogar auf Manndeckung gehen. Und zwar schnappt sich Draxler den Hanke und De Senna schnappt sich De Camargo. So machen wir das. De Senna ist auch gleich da, sehr schön, Draxler rennt hier von Hanke den Pass ab. Sehr schön, und jetzt wieder De Senna bei De Camargo. Jetzt ist aber Schwegler da, aber sehr schön gestoppt von Nico Schulz. Jetzt können wir vielleicht mal kontern. Draxler über links Platz, sehr gut gesehen, Ben Hatira. Sehr schön zu Lasogga. Aber der kann den Pass nicht weiterbringen. Setzt aber noch ein bisschen nach, aber kommt nicht wieder am Ball. Schade. Die Hanke, wo ist Draxler? De Senna macht das sehr schön gegen die Kamaden. Ben Hatira jetzt. Ah, Dribbling gegen Schwegler. Muss er da in dieser Situation nicht machen. Draxler. Einen Schritt zu langsam gegen Hanke. Aber dann klärt er. Aber nur zu Ottl. De Senna rauscht am Ball vorbei. Reitmeier gegen De Camargo. De Camargo gegen Schulz. De Camargo, De Camargo, De Camargo, De Camargo. Igor De Camargo. 88. Spielminute. Scheiße. Ah, Mann, Leute. Mann. Oskar Wendt kommt jetzt für Nordweit. Mann. Lasogga jetzt nochmal. Vielleicht nochmal einen Angriff. Ja, nicht die. De Camargo und De Senna. Sehr schön. Jetzt aber. Lasogga. Nee, kommt wieder nicht an. Kommt wieder nicht an. Schwegler. Wendt, das dürfte es gewesen sein. Ben Hatira nochmal gelbe Karte. Nee. Schneller Freistoß jetzt hier bei Gladbach. Und auch Schwegler. Ben Hatira ist da. Schulz. Der Ball bleibt bei Schwegler. Schwegler. Nein. Puh. Okay. Am Ende vielleicht doch ein gerechtes 2:2.
hier in Mönchengladbach, aber am Ende war der Sieg drin, ganz klar. Schade. Schade, schade, schade. 88. Minute kriegen wir noch den Ausgleich. Damit wird Platz 6 jetzt doch etwas schwerer. Wir gucken, was das für die Tabelle heißt. Bis gleich. Da sind wir im Nachbericht. Benotung. Kokorin Totalausfall. Lasogga auch nicht besser. Ramos hat gut gespielt, Tor gemacht. Vorlage Ben Hadira, freut mich für ihn. Höger ganz, ganz schwach. Ergebnisse. Das heißt, Hannover verliert. Das heißt, wir haben jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Platz 8. Das dürfte eigentlich sicher sein. Aber wir haben 3 Punkte Rückstand auf Hamburg. Aber Platz 7 reicht ja für den... was wollte ich jetzt sagen? Platz 7 reicht für die Europa League, weil ja im Pokalfinale Schalke gegen Dortmund spielt. Die sind ja beide schon für die Champions League qualifiziert. Spieltagsstatistik. Keiner von uns drin, keiner vom Gegner drin. Aber Peter Niemeyer kam ja von uns zu den Kölnern. Ja. Alles klar. Ramos 2 Tore gemacht. Sehr schön. Jetzt als nächstes gegen Freiburg. Die sind Tabellenletzter. Dokumentation. Na klar, Dokumentation über unsere Mannschaft ist doch gut. Gegen Freiburg gehen wir in Textmodus. Oder wir machen Videotext. Ne, wir machen Textmodus. Alles klar. Textmodus gegen Freiburg. Und jetzt schon ganz sicher wieder mit Lasogga in der Startelf. Alles klar. Bis morgen gegen Freiburg im Textmodus. Tschüssi.